Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mond. Ich habe ein wenig trainiert nach der Niederlage letzte Folge und Wommel entwickelt sich jetzt. Yay. Das ist doch mal ein schöner Anfang für eine Folge, eine Entwicklung. Oh, hübsch. Irgendwie fand ich es davor besser, aber man kann ja wohl nichts machen. Wenigstens ist es jetzt stärker. Bundlebee. Tja, mal sehen, was im Pokédex dazu steht. Ja, ich habe ein Pokémon registriert. Unter den Pollenknödeln eines Bundlebee finden sich so nahrhafte Varianten, dass sie als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Okay, das ist interessant. Glaube ich. Pollenknödel. Was macht denn Pollenknödel? Also es gibt so Attackennamen, ne? Oh wow, krass. Krass. Krasse Attacke. Das ist aber. Das Ding ist doch speziell. Warum lernt es lauter physisch? Ah nein, das ist eine spezielle Attacke. Oh. Oh. Interessant. Okay, dann werde ich Feenbrise verlernen, glaube ich. Ein, zwei und schwupp. Das ist bestimmt das einzige Pokémon, das die Attacke lernen kann, oder? Hört sich zumindest so nach einer Attacke an, die nur ein Pokémon lernen kann, weil es ja diese Pollenknödel hat und ihr versteht. So, Wurfels entwickelt sich, glaube ich, jetzt auch bald. Deswegen denke ich, werde ich das jetzt noch machen, bevor wir nochmal gegen den Herrscher antreten. Hat ja keinen Sinn, nochmal das Gleiche nochmal zu machen, ohne ein stärkeres Team. Datignis, hallo! Und Steinwurf, das tut ihm, glaube ich, weh. Ich hoffe, das ist ein One-Hit. Ja, schon ein bisschen One-Hit. Das hat zu viel XP gegeben, das reicht fast für ein Level-Up, krass. So, noch ein Pokémon. Hallihallo. Und gleich noch ein Datignis, yes. Sehr schön. Habe ich mal Glück. Ein geworfener Stein für Datignis. Oh ja, mach Agilität. Das bringt natürlich viel, wenn du sowieso schon schneller bist. Tschüss. Yay, Level Up für Wuffles. Ich glaube es, nämlich es entwickelt sich mit Level 25. Ich hoffe, ich habe recht. Ja, tatsächlich. Ha, tschüss, niedliches kleines Wuffles. Du wirst jetzt zu einem unheimlichen, coolen Werwolf. Hui. Wolverock. So, dann ist unser Team jetzt gestärkt und bereit, hoffentlich gegen den Herrscher zu kämpfen. Schön. Ja, ich habe das Pokémon registriert. Wiegt den Gegner im Glauben, es sei im Vorteil, bis es ihn mit einer Kopfnuss überrascht und ihm mit seiner Steinmähne die Knochen bricht. Oh, schön, schön. Hört sich nach einem netten Pokémon an. Es versucht Konter zu lernen, okay. Tja, ich denke, dafür tun wir Tackle weg, oder? Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. So. Ein, zwei und schwupp. Gut, dann haben wir jetzt zwei Entwicklungen diese Folge. Ich meine, das ist doch mal cool. Ein schönes Team. Ich glaube, ich fange mit Mollunk an. Dann kann es versuchen, das zu vergiften. Und dann, ja, hoffen, es klappt. Aber ich glaube, erstmal sollte ich ein wenig heilen gehen. Ich gehe
glaube, das wäre nicht das Schlechteste. Hallo, Pokémon Center. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center und bla 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 bla. Jetzt sehen wir gleich unser Team mal. Haha. Wann sich Trompack entwickelt, weiß ich leider nicht. Die Namen sind aber auch viel zu ähnlich. Ehrlich. Ja, und probieren wir es gleich nochmal. Kann ja nicht schaden. Ich hoffe, diesmal klappt's. Ja. Okay. Was auch immer. Muss ich jetzt nochmal alles neu zubereiten? Das ist nicht euer Ernst. Ich will nicht nochmal stampfen. Aha. Oh Mann. Warum muss ich das denn neu machen? Kann man da nicht das alte Essen einfach nochmal benutzen? Warum geht das denn nicht? Wiederverwertung. Das ist doch voll die Verschwendung. Toll wäre es natürlich, wenn ich die ganzen Zutaten neu zusammensuchen müsste. Und jetzt nochmal das riesige pinke Ding, was hinter mir auftaucht. Gut, dass das gar nicht unheimlich ist. Das sah viel größer aus gerade eben, als es hier jetzt ist. Hallo. Mantidea. Würdest du das bitte lassen? Können wir das bitte lassen mit der Initiative? Oh, Molonk hätte fast ein Level abgehabt. Mist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das dann noch trainiert bis zum Level ab. Naja. Kann man jetzt nichts mehr machen, ist halt so. Natürlich wird es die Attacke ab. Bitte, bitte ein Traumpack. Bitte, 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 bitte. Yes. So. Nochmal Smog. Ach, komm schon. Lade. Fertig. Danke. Molonk, das... No, das gibt's doch nicht! Was ist denn los mit ihm? Mach ich irgendwas falsch? Und jetzt lädt das schon wieder so ewig nicht. Komm schon, bitte, bitte, bitte triff es und vergifte es. Bitte. Ich flehe dich an. Nein, das ist nicht vergiftet. Nein, und jetzt bin ich verwirrt. Ach, verdammt. Das ist ganz schön blöd. Komm schon, das hältst du auch noch aus. Dankeschön. Bitte triff und vergift es, ich bitte dich. Nein, warum trifft es denn ständig nicht? Ah, das war so Pech. So Pech, so Pech, so Pech. Senkt irgendeine Attacke davon? Ah, hier kann ich die Initiative mitsenken. Okay, dann probieren wir das doch mal aus. Vielleicht bekomme ich es dahin, dass die Initiative gesenkt wird. Oh, sein erster Auftritt. Ah, es lädt schon wieder so ewig. Oh nein. Oh verdammt, das Ding ist ja Gestein. Oh verdammt. Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte one-hit es nicht, bitte nicht. Komm schon, das... Das kannst du! Das kannst du! Da. So geht's mir auch. Dampfwalze senkt die Initiative. Vielleicht. Oder die Verteidigung? Was senkt die Initiative? Ich glaube, Dampfwalze senkt die Initiative. Komm schon, du bist schneller! Nein. Aber es ist... Ah, yes! Tempomacher! Bitte senk seine Initiative. Bitte, 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 bitte. Yes! Haha! Auch wenn ich glaube, das ist höchstwahrscheinlich...
die Solarklinge nicht überleben wird. Das ist ganz schön gemein. Autsch. Ein Fokusgut wäre schön. Ja, einmal gesenkt. Mehr kann ich leider nicht tun, anscheinend. Tja, dann probieren wir es mal damit. Wie stark die neue Käferattacke wohl ist. Pollenknödel. Oh, es ist Pollenknödel es. Vielleicht ist es ja ein One-Hit. Oh nein, jetzt wird es natürlich Synthese einsetzen. Das ist viel. Ist Pollenknödel jetzt stark genug, um es down zu bekommen? Ich meine schon. Ich meine, es hatte vorhin mehr KP. Ich habe nicht richtig aufgepasst, leider. Yes, tschüss. Hat sich das Entwickeln doch gelohnt. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr dagegen. Natürlich schlägt es sich selbst. Ich denke, ich sollte es rausholen. Oh. Das überlebst du, komm schon. Dankeschön. Das Schlimme ist, man besiegt immer diesen Herrscher und dann steht da einfach noch das zweite Pokémon. Das wäre so traurig, wenn man dann an dem sterben würde, ja? Das wäre so traurig. Los, dein Pflücker ist stärker. Ja. Und natürlich auch abgewehrt. Gut gemacht. Aha, daneben. Macht zum Glück nichts. Ach, schön. Geschafft. Beim zweiten Anlauf, aber trotzdem. Du bist ja unheimlich stark, Miri. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Ja. Im Vela-Vulkanpark war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphierer. Auch meine mit großer Hingabe trainierten Lusardinen hatten keine Chance. Dann hast du jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Was könnte das nur sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Z-Kristall? Yay. Mein Professor Eichshirt. Oh, das macht alles kaputt. Es konnte so episch aussehen, aber dann habe ich dieses pinke Ding an. Die Pose, um aus Pflanzen-Pokémon die Z-Kraft herauszuholen, geht so. Pflanze! Ich finde die von normal immer noch am besten. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Miri. Und als kleine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle mit auf den Weg geben. Dankeschön. Na sowas? Mantidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Chiave Tracy, kommt, gönnt euch auch eine Portion. Eher lecker, jetzt muss ich die Reste von den Pokémon essen. Na klasse. Das ist ja super. Ha, der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte, es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Ah, du meine Güte. Wasser! Ich glaube, das war scharf. Was? Leute, was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier! Was? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zur Meile? Und ich? Ich bleib hier. Okay, lass mich in Ruhe. Ach, hallo, mein Freund. Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Maho mal wieder ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Mahos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM-Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. Okay. Dankeschön. Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens.
Es gibt da eine Einrichtung, die du dir auf deiner Hitzewanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Das ist ja gar kein langes Wort zum Glück. Es ist nicht weit weg. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, bitte lass es einfach. Es ist nur ein Funkensprung entfernt. Er ist so witzig, wow. Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Akala, Miri. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Yes. Wenn du ihr Team besiegen willst, würden dir eins der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind. Okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Ja, das mache ich. Rotom, halt die Klappe, ich habe dich noch nicht gefragt. Rotom, lass mich in Ruhe. Ich muss wahrscheinlich hier einfach runterlaufen, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich denke, erst einmal sollte ich meine Pokémon ein bisschen heilen. Das ist so, nämlich, glaube ich, nicht so super ohne geheilte Pokémon. Hier, bitteschön. Mein wunderschönes Team. Vielen Dank für die Geduld und tschüss. Vielen Dank fürs Heilen. Hätte ich fast vergessen. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Ist es hier reingekrochen? Hier ist es reingegangen. Aber ich kann nichts damit machen. Oh nein, jetzt ist es fort. Ist fort. Einfach fort. Was ist hier? Tipps für Trainer. Okay. Ja, ich weiß, was Spezialangriff ist. Aha. Oh, hier ist etwas. Oh, ich kann hier angeln. Okay, angeln wollte ich jetzt nicht. Ja, das weiß ich, dass ich zu früh eingezogen habe. Danke für deine Hilfe. Hallo. Um das kleine Genie neben mir zu besiegen, trainiere ich erst eine Weile mit ihm. Ich bin ein Karate-Wunderkind, darum bringe ich meinen Pokémon auch neue Attacken bei. Ja, das ist wahrscheinlich ganz normal. Hier in Alola. Karate-Familie. Eine Karate-Familie. Cool. Und ein Wolverock. Und Molung. Mal gucken, was die so anrichten können. Gegen so ein Macholo. Ach, du Kacke. Die werden bestimmt mit der Zeit besser oder sowas. Ich glaube, Wolverock ist hier in diesem Fall nicht unbedingt das beste Pokémon. Glaube ich, würde ich jetzt mal so vermuten. Gegen zwei Kampf-Pokémon und Gesteins-Pokémon ist schon ganz schön gemein für das Gesteins-Pokémon. Karate-Schlag! Yes! Greift das Flug. Boah, man hat viel Schaden. Au, es tut mir so leid, Traumfeck. Dass du beides abbekommen musstest. Ich hoffe, das reicht von One-Hit von Marolo. Ich denke nämlich, meine Pokémon sind beide schneller als die. Traumpack ist schon ganz schön lahm. Für ein Flug-Pokémon, die sind ja... Wobei, die sind auch nicht alle schnell. Ne? Vergessen, Funkenflug. Funkenflug macht, glaube ich, mehr Schaden als Glut. Ja. Ja. Und tschüss, Glut. Und hallo, Funkenflug. Nach, One-Hit. One-Hit, One-Hit, yes. Tschüss. Wie wenig das gegeben hat. Oh, Pampoli hat dafür ein Level abbekommen. Okay. Ich lächle auch nach einer Niederlage. Das vermittelt dem Pokémon ein Gefühl der Sicherheit. Jetzt sehen wir uns mal ganz genau sein Gesicht an. Ich glaube nicht, dass er lächelt. Ich habe Schande über meinen Meister gebracht. Was ist los mit dir? Das Kind ist bestimmt voll schlecht und er sagt das nur, dass es sich besser fühlt. Okay. Eine gute Insel. So, dann fahren wir mal zurück. Fahren? Schwimmen wir mal zurück. Oh, ein wildes Pokémon. Hallihallo. Abatur? Finion.
auch so ein Pokémon, das man eigentlich vergisst. Eigentlich sofort wieder vergisst. Süß. Phineon. Wobei es ganz süß aussieht. Gut, aber ich glaube, wir machen uns dann mal auf den Weg zum Klimainstitut. Was hoffentlich hier tatsächlich in die Richtung ist. Ich nehme es aber mal ganz stark an, hier ist Route 5, also sollte das hier unten Route 6 sein. Huch! Okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. No. Ach, dieses Design, also... Bei allem, was recht ist, ne? Die ganzen Alola-Pokémon sind so schön designt, ja? Die ganzen Alola-Formen. Und dann kommt einfach Dick da, ne? Also, es gibt Dinge, da kann ich einfach nichts zu sagen. Da fehlen mir die Worte. Ja, wo gehst du denn hin? Tschüss, Dick da. Wow! Wow, klasse, zurückgeschreckt. Und tschüss. Es dreht sich. Nein, wie cool. Es dreht sich einfach in den Boden, wenn es stirbt. Wie so ein Regenwurm. Vielleicht ist Dick da ja ein Regenwurm. Und kein Maulwurf. Ich denke, es ist ein Regenwurm und hat deswegen gar keine Beine. Und hat nur so ein... nur so ein Wurmkörper. Ich denke schon. Das macht Sinn. Als Züchterin muss man die Stärke seiner Pokémon entdecken und fördern. Okay. Dann mach doch. Manuela. Manuela, was hast du denn schon für Pokémon? Pupungos. Okay, das ist ein... Och. Ich hasse Pilze. Pilze sind irgendwie unheimlich. Oder? Bin ich da die Einzige, die das so sieht? Und dieses Ding fängt sehr gut ein, was ein Pilz ist. Unheimlich. Tschüss. Aha. Ein Feenpilz. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Seitdem es Feen gibt, habe ich mir gewünscht, dass es einen Feenpilz gibt. Das war quasi mein erster Gedanke. Oder auch nicht. Tschüss. Ladybug. Naja, das mit dem Züchten üben wir nochmal, ne? Ich wünschte, ich wüsste, was meine Stärken sind. Das erste Pokémon, was ich mir züchten werde, glaube ich, in dieser Generation, wird ein Shiny Mollung. Das ist nämlich einfach statt schwarz-weiß. Ja, und das sieht ja mega cool aus. Ja. Das wird das erste Pokémon, das ich unbedingt möchte. Ihr wollt nicht kämpfen? Ach, wir haben schon gekämpft. Ach du meine Güte, wo... Hä? Wo bin ich? Jedenfalls nicht auf Route 6. Route 5. Wo ist Route 6? Ja, und wo ist das Institut? Ich wollte die Karte angucken und ich... Darf ich bitte die Map angucken, du Trottel? Dankeschön. Und... und wo ist Route 6? Route 8? Route 5. Route 7. Wana, Route 6. Da unten ist Route 6. Gut, dass die in keiner logischen Reihenfolge sind, die Routen. Aber schon okay. Komme ich hier zu Route 6? Ach nein, das ist einfach nur ein Ding, wo man im Kreis laufen kann. Na klasse! Na, wenn das mal nicht super ist, das habe ich mir schon immer gewünscht. Genauso wie dieses Wasserding. Das war auch nur so ein Teil, wo man im Kreis laufen kann. Wie komme ich denn jetzt zu diesem Pokémon Center? Und Route 6 ist da hinten rechts unten irgendwo. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Hallo? Einmal bitte heilen, wie immer. Und mach mal schneller als sonst. Vielen Dank für deine Geduld und bla 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 und tschüss. So. Ich denke, wir laufen jetzt erstmal zur Route 6.
Ich hoffe, ich finde das. Ich hoffe, ich habe verstanden, wo es ist. Das da rechts sieht nach dem Klimainstitut aus, oder? Aber wie komme ich da hin? Ah, was sehe ich denn da? Das ist doch Miri! Hallo? Ich habe dich sofort an deinem Gang erkannt. Ach ja, ich habe Mausprüfung bestanden. Ihr Menü ist super lecker, was? Als nächstes geht's dann wohl zum Dimensionsforschungsinstitut, nicht wahr? Einfach immer geradeaus. Also bis später. Tschüss. Bäh. Selber bäh. Bäh. Ah. War vorhin das zu, das Gatter, oder warum kam man da dann nicht hin? Einfach immer geradeaus? Okay, dann mache ich das doch mal. Oh, mit denen habe ich allen noch nicht gekämpft. Hallo, 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 Blondie. Ich hoffe, du hast deine Pokémon gut trainiert. Ich denke auch. Ja. Bis jetzt gab es ganz schön wenig Boutiquen, wo man Klamotten kaufen kann. Also nicht, dass ich mich da beschweren würde, aber ich hätte gern schon was anderes als eine Wassermelonen-Handtasche, ja? Das wäre schon echt super. Oh, eine... Klasse. Mollung gegen ein Boden-Pokémon. Toll. Das sieht nach einem gerechten Kampf aus. Komm, eine Bodenattacke. Voll drauf reingefallen. Boah, dann nicht mal one-hitted. Du guckst mich also böse an. Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich sehr Angst. Tschüss. Das ist gerade mal Level 17. Hätte ich da vorhin gegen kämpfen sollen. Vielleicht. Wie beeindruckend. So, hier die nächste. Hallo. Die hat mich nicht mal gesehen. Die hat gerade weggeguckt. Bei ihrem Tanz. Ja. Na, was hast du? Ein Kuriogel. Oh nein, ein Vogel. Mhm. Leider habe ich keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Das könnte Fee sein. Vielleicht. Vielleicht ist es doch also das auch nicht. Ich Flugfee oder sowas. Naja. Das sah ganz schön seltsam aus. Na? Macht das mehr Schaden? Ja, ganz schön ordentlich mehr. Wieso machst du Schnabel mit deinen Flügeln? Das ist einfach nicht richtig. Das stört mich irgendwie. Naja, tschüss, Vogeli. Ja, es tut mir leid. Ein bisschen. Hulala, hulala. Willst du das nicht Alola heißen? Ah, dann bin ich auch gleich da. Gut. Ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, was so im Dimensionsforschungsinstitut vor sich geht, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss.